Willkommen zurück in der Abstiegszone. 4 Spiele ohne Sieg macht für die Lilien Rang 18. Die Spieler verkrampft, verunsichert. Der Wille ist da, einzig am spielerischen Vermögen scheint es zu hapern. Spätestens jetzt weiß auch der Letzte in Jürgen Seebergers Truppe, was die Stunde geschlagen hat. Ich denke, wir wissen alle jetzt, was es hier geht. Abstiegskampf war uns von vornherein klar. Vielleicht für manche anderen war es nicht klar, von außen. Aber für uns war das schon klar. Natürlich 4 Spiele haben wir uns auch nicht so vorgestellt. Wir haben teilweise gut gespielt, aber dann eben die Punkte nicht geholt, wie in Osnabrück gegen Bielefeld. In Aachen war es ein glücklicher Punkt und jetzt gegen Dortmund war eine allgemeine Verkrampfung zu spüren in der Mannschaft. Und insofern waren wir da alle sehr enttäuscht nach dem Spiel, aber hilft nichts. Wir werden es abhaken, wir werden nach vorne schauen. Ein kleiner Lichtblick. Benjamin Beyer feierte nach einer Muskelverletzung sein Comeback. Dennoch ist nach der 1:2-Niederlage gegen den Tabellenletzten, der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, der Tiefpunkt erreicht. Trotz einer glücklichen 1:0-Führung gaben die Darmstädter das Heimspiel noch aus der Hand. Jeder wollte unbedingt, jeder hatte vielleicht im Hinterkopf, man muss dieses Spiel vielleicht gewinnen gegen Tabellenletzten. Und wie gesagt, das war vielleicht für den anderen einen oder anderen ein bisschen zu viel Druck. Und klar, dass dann das eine oder andere zusammenkommt, dass du dann verunsichert bist in diesem Spiel. Eins ist besonders offensichtlich. Mit gerade mal 13 Treffern in 14 Spielen hat Darmstadt neben Erfurt die viertwenigsten Treffer der dritten Liga erzielt. Markus Stegmann, vergangene Saison mit 10 Toren noch bester Darmstädter, bislang mit keinem Treffer. Auch der zuletzt in den Sturm beorderte Elton da Costa noch ohne Torerfolg. Preston Zimmerman, letzte Spielzeit 6-mal zielsicher, bisher mit einem Tor. Ugur Albayrak kam überhaupt erst 5-mal zum Einsatz. Bester Schütze ist noch Kaspar Tatara mit immerhin 3 Treffern. Erklärungsversuche. Zunächst ist es so, dass wir in der Situation sind, dass wir um den Klassenhalt kämpfen. Das ist das erklärte Ziel und das wird man nicht mit einem offensiven Stil erreichen, dieses Ziel. Das heißt, zunächst mal ist für uns wichtig, dass wir hinten zu Null spielen. Und darunter lahmt natürlich unter anderem auch mal die Offensive. Und das soll sich nun am Samstag in Saarbrücken ändern. Der Tabellenelfte zuletzt mit einer 1:4-Klatsche in Chemnitz. Doch Vorsicht ist geboten. Ja, ist immer ein bisschen gefährlich, ne? Ich sag mal, gewinnen müssen wir immer, sag ich mal, aber ist egal, wie es Saarbrücken spielt, wir müssen auf uns gucken, wir haben 4-mal nicht gewonnen oder verloren, da zählen nur 3 Punkte. Mit einem Sieg könnte der SV Darmstadt 98 die Abstiegsränge wieder verlassen, wenn denn die Konkurrenz patzt. Es wäre erst der 3. Sieg in dieser Saison und erst der 2. unter Jürgen Seeberger.